So schnell kann es gehen, Leute, und schon ist man nichts. Oder zumindest am Tiefpunkt. Willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Unity. Ja, der Sprung von Sequenz 10, Erinnerung 3, zu Sequenz 11, Erinnerung 1. Im letzten Part habe ich irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Aber es ist natürlich logisch, und hier sehen wir uns auch wieder, was genau passiert ist. Sprich, seit der Hinrichtung des Königs und unserem Verstoß aus dem Rat sind bereits Monate vergangen. Tja, Nano hat nach Versailles und in den Suff geflüchtet. Jetzt gibt es so das ganze mehr Sinn, oder? Ich meine, er wurde verstoßen, er hat schon mal gesucht, nicht gefunden und scheinbar auch Elise nicht mehr gefunden oder verloren durch den Suff, durch den Verstoß, wie auch immer. Tja, und jetzt müssen wir erstmal unsere Uhr zurückbekommen. Natürlich die von unserem Vater. Scheinbar macht das gerade hier ziemlich gut, der andere Typi. Obwohl er schon am krepieren ist. Ups. Ist eigentlich der Zeitpunkt? Bitte was? Das sagt man nicht! Tja, und so schnell kann es gehen. Lebt er noch? Schon haben wir ziemlich viel Radau gemacht, wie es aussieht. Der wollte eigentlich direkt nochmal eliminieren machen, aber leider Gottes ging das ja nicht. Schwere Angriffe for the win! Verrückt, wa? Arno stellt den Besitz seiner Uhr über das Leben anderer Menschen. Naja, das Spiel ist ja so, wa? Von dem her, ja, wenn man sagen, ihm von seinem Leiden erlösen, wa? Das ist eigentlich immer das Beste, was wir eigentlich tun können in so einer Situation. Trotz allem, wir sind ja keine Unmenschen! Naja, bei Arno wäre ich mir momentan nicht mehr so sicher. Der hat es auch hinter sich. Wer soll ich den vergiften? Nee, ich habe gar nichts in der Hinsicht. Das Neues irgendwie. Nee, Upgrades kann ich auch keine mehr machen. Dort unten ist er, wa? Die Frage natürlich, wie komme ich jetzt hier überhaupt runter? Haben wir was Cooles? Auf L2 ein bisschen schleichen, wa? Also neu natürlich nicht, aber es ist halt selten eingesetzt. Oh. Hier stimmt etwas, keine Geräusche. Hä? Ich wollte gerade fragen, wollte ich mich jetzt verarschen? Als würde ich einen Typen nicht treffen, so gegen muss ich gar nicht irgendwie ausrauben, oder? Nee, glaube ich nicht. Oh nee, nicht schon wieder. War ja wohl im Arsch, oder was? Bitte nicht, vor allem nicht jetzt. Das wäre jetzt ein ziemlich dummer Zeitpunkt für so etwas.
wie uns einfach nicht hört. Tja, schön, ich frage natürlich immer noch, wie kann ich jetzt... Wie komme ich jetzt hier eine Etage tiefer? Moment mal, kann nicht irgendwie so sein. Ja, ich habe natürlich vorhin auch schon dort gesehen. Ich erwisch dich schon, du Rechter. Toll, haben wir das doch gar nicht gesehen, haben nur auf den von hinter mir geguckt. Da sehe ich nichts. Deswegen haben wir gar nichts angezeigt. Auch brauchen wir jetzt ganz gut Flasche rum, ja, und schlecht. Phantomklingen voll. Gut, kann man doch immer gut gebrauchen. Ja, toll, ich sehe kaum die Ecke rum. Das ist echt ein bisschen scheiße in dem Zustand. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Okay, jetzt verstehe ich es langsam. Arnaud und die Vergangenheit. Das ist Bewältigung. Ja, irgendwie so. Da kommen wir scheinbar nicht hoch, ohne weiteres. Nee, ich glaube, das ist ziemlich hoffnungslos. Tja, dann bitte runter. Arno! Will ich runter, will ich mal verarschen? Ah, jetzt. Tja, gucken wir halt ganz runter, wa? Na super, das ganze Spiel von früher wieder. So herum ohne Türe. Hä? Uns verarschen? Innen schon, wa? Also raus komme ich zwar irgendwie, aber ich komme da ja nicht so raus. Interessant. Na klar, hier waren wir schon mal. Hier waren wir jetzt vorhin auch schon. Aber irgendwie eine Tür, sollte das übersehen? Naja. Die geht ja dummerweise nicht auf. Sonst ist hier auch nichts mehr. Tja, also wenn das ein Scherz sein soll, ist es kein besonders guter. Hä? Also unten komme ich in den Raum, komme ich irgendwie nicht rein. Gut, dann muss ich so. Was natürlich auch nicht geht. Wie bin ich überhaupt reingekommen? Ah. Okay, wir wissen ja, wo er ist, ja? Wir haben ja vorhin gesehen. Die Frage ist, sieht ihn Arno jetzt auch noch, wenn er jetzt da zum Beispiel direkt ins Fenster geht, vielleicht bricht das ja dann ein. Nee. Aber die Idee dahinter war gut. Aber was dann? Habe ich hier irgendwo was übersehen? Natürlich da mit, ne, das Adlauge momentan ist ziemlich unzuverlässig. Da vor allem unbrauchbar, aber
Das ist auch nur ein Vorhang zum Verstecken. Also ganz ehrlich, ich bin gerade momentan ziemlich ratlos. Ja, also hier geht es ja nicht weiter, das heißt, ich muss hier irgendwie raus. Weil das heißt plötzlich hoch. Aber ich habe vorhin versucht, das ging nicht, ich habe es gesehen. Wobei, wir kennen das Spiel natürlich, das muss doch nichts bedeuten. Okay, aber es ist eine neue Quest. Nee, da kann ich vergessen, Leute. Ich habe nirgends eine Stelle, die irgendwie höher ist oder so, wo ich sagen könnte, ja, da komme ich jetzt hoch. Ich kann X drücken, ich kann Zusatzfunktionen nutzen, sprich Schultertasten mit X, geht alles nix. Nur runterklappt. Habe hier oben auch sonst kein Fenster mehr in eine höhere Etage. Logischerweise würde ich natürlich deswegen sagen, wir müssen runter. Ah, Moment, jetzt bin ich gerade nur durch eine Tür gekommen, genau, durch die hier. Ah, wieder mal typisch Spiel. Versuchen sie irgendwie optisch zu verarschen, wegen, oh, das ist noch eine Tür und so. Und erst jetzt sehe ich sie überhaupt. Aber überhaupt schon ein Doppelattentat. Oh, das sind sie noch starker. Verdammter Verräter! Ich freue mich darauf, dir die Eingeweide rauszureißen. Du kannst nicht entkommen. Und trotzdem jetzt ein Toter. Er holt einen Assassinenrang rein, dann schlecht. Wegstecken bitte. Was bringt mir ein Assassinenrang, wenn ich gar kein Assassine mehr bin? Ich wurde ja verstoßen vom Credo. Nun gut, ich bin schon mal hier hinten, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ich nehme das Tafelsilber! War das eine gute Idee oder was? Wo ist der andere hin? Ah, dort hinten, okay. Verdammt, jemand hat Michelle erwischt. Was war das? Wo haben die das jetzt gesehen? Viel zu langsam, Leute. Bin ich schon doof, oder? Ich meine, du versteckst dich hier hinten eigentlich ganz gut. Dann kommt der eine mit umgebracht, der andere sieht ihn natürlich, oder? Schlägt sofort Alarm, dann kommt er natürlich direkt an die gleiche Stelle und wird dann auch rumgenietet. Also ein bisschen unlogisch bleibt's ja. Ja, das war, glaube ich, dieser berühmte Irrgarten hier, war genau, da muss das ganze Haus hindurch. Ach, du Scheinkleister. Ich glaube, viele hat es gar nicht mehr. Teufel, ist das ein Herz? Sieht so aus. Wieso lässt man einen Assassinen, den man ausgestoßen hat, noch weiter in seine Waffen? Das will mir nicht ganz in den Kopf gehen. Gut, wenn es nur nicht hätten, dann hätten wir ein anderes Problem. Und halt keinen Vollstreckerrang, wa? Vergiftete Gegner, ja, dann hätte er wirklich anders skillen müssen. Naja. Wir kommen immer näher, so sich bereits auch die nächsten. Nö, scheinbar nicht. Kann ich
nicht mitkommen, Vater. Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Tja. Aber so weit kam sie ja leider nicht. Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Der schlägt ein bisschen herum, okay. 0 von 9 sind getötet, Extremist anschlecht. Was ist denn das für ein Typ dort? Der nervt. Tja, man weiß ja nie. Das ist mir auch ein bisschen weh, vor allem ist der ziemlich stark. Verdammt nochmal! Was zum Teufel willst du? Meine Uhr. Ach Gott, nicht das schon wieder. Ich will sie zurück. Ich hab deine verdammte Uhr nicht. Lügner! Verschwinde, Bosse! Will er mich jetzt gesehen? Da wird es noch. Verschwinde, Bursche! Naja, was soll's. Du hältst uns nicht auf. Hol! Wie ein Mann! Du Feigling! Ist da irgendjemand? Doch, doch, bis jetzt schon. Also wir sind hier plötzlich alle so stark. Wieso plötzlich einen roten Ring? Aha, deswegen. Gute Ausweichrolle, muss ich zugeben, Kumpel. Können wir auch, siehste. Hey, ich konnte doch! Ich kann nicht mehr kontern! Alter! Was? Für eine nervige Mission plötzlich. So, wenn ich bitten darf. Arno. Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du.
Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Das war doch mal eine Erinnerung, die sich gelohnt hat. Sequenz 11, Erinnerung 1, am Tiefpunkt. Ja, was macht er jetzt, wenn Lisa sterben sollte? Ich hoffe mal, das passiert nicht mehr, weil sonst, ich glaube, würde ihr direkt ins Grab folgen. Wisst ihr, wenn ich echt gerne mal ins Grab schicken würde? Yep, genau. Dämlichen Lade- und Speichersequenzen, ey. Meine Fresse. Nein, da geht's mal weiter. Speichern laden. Hol das Spiel down. Abgestürzt, wa? Nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus. Nun denn, die Mission geht weiter. La Touche eliminieren. Das Gebiet der Kundenflieh-Einheiten sorgen wie immer. Einmalige Attentate, eine Wache 35, Verstecke 10. Los geht's mit Erinnerung 2. Wo ist denn eigentlich jetzt hier die Sinn? Okay, können wir wieder... Yeah, Charakterpause geht wieder. Wieso hat eigentlich ein Anzug noch? Ist egal. Wir haben 8 Punkte, natürlich schon gar nicht mal so schlecht. Wir können den Gnadenstoß lernen, natürlich vor allem, wie gesagt, für solche, die bereits im Boden liegen. Zum Beispiel, wenn ich halt Schmetterschlag mache und dann direkt... Gegner erledigen könnte, wa? Das wäre eigentlich schon saumäßig geil und sicher noch viele, viele Probleme ersparen. Ah, das war es von vorhin, wa? Giftgas, genau. Dann ist der Phantomklingen, ist natürlich auch cool. Direkt 2 Schüsse, wobei bringt natürlich nur dann was, wenn die Gegner halt direkt in der Nähe sind. Also sprich, die 2, die ich halt abballern will. Sonst wäre es auch ziemlich fehl hier. Dann mache ich 9 und dann sowieso nicht nötig. Gesund würde ich eigentlich gerne machen. Das hier. Mache ich auch 9. Und wisst ihr was? Wenn sowieso ein bisschen bessere Skills sind, besser treffen. Also machen wir den Gnadenstoß. Kosten zwar den Rest unserer Sync-Punkte, aber was soll's. Nun gut. Leute, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Assassin's Creed Unity. Arno, unser Lieblingsassassine, zumindest in diesem Spiel, ist wieder zurück und hoffentlich wird er seine Mission auch erfüllen und natürlich irgendwelche Unschuldigen und natürlich engste Verwandte, wie auch immer, auch darunter leiden müssen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.